Willkommen zu einem weiteren Black Ops 3 Video. Es gibt heute eine kleine Runde live und wenn ich die kleine Runde live gespielt habe, dann ist es so, dass ich meine Schwarzmarkt-Aufträge hier erfüllt habe. Das heißt, diese 75 Siege, die habe ich dann gemacht. Das heißt, wir bekommen dann ein bisschen Belohnungen, eine Waffenbestechung und außerdem 10 seltene Kisten, die wir dann anschließend auch gleich noch aufmachen. Das heißt, wir springen jetzt in ein Spiel und gewinnen die ganze Sache am besten. Wir sind natürlich nachgejoint und natürlich auf die Map, die ich überhaupt nicht gerne spiele, und zwar auf Metro. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich, ja, es wird sehr durchwachsen. Ich denke, davon kann ich auf jeden Fall ausgehen. Sehr schade. Fringe oder irgendwas in diese Richtung wäre jetzt natürlich perfekt gewesen. Aber gut, ne, so. Ups, sowas kann man sich natürlich nie aussuchen. Ist der immer noch drin? Nehmen wir den auch mal weg. So, wir spielen jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger. Ich habe nur diesen einen Versuch und will da wenigstens so ein bisschen was hinbekommen. Das heißt, wir schauen einfach mal, dass wir uns schön vorsichtig hier die Kills picken können. Damit wir irgendwie die Streaks bekommen. Wenigstens die Drohne sollte drin sein. Hoffentlich. Ich hoffe, das Spiel lässt mich nicht komplett im Stich. Snipers, sehr schön. Den nehmen wir mit. Und hier kommt doch locker nochmal einer. Ich verstecke mich hier mal kurz. Lade nach. Okay, wir gehen mal außen rum. Oh! Oh, shit. Ohohoho, netter Versuch. Netter Versuch. Hat zum Glück nicht ganz so funktioniert für den. Sehr schön. Drohne. Sehen wir wenigstens. Okay, die sind. Okay, das sind noch welche. Ah, viel zu spät gekommen natürlich. Okay, ich schau mal unten lang. Oh shit, okay. Irgendwie. Sind die da noch? Ja, die sind tatsächlich da noch. Okay, das war vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber sicher ist sicher. Ich habe sogar vergessen, meine Streaks zu ändern. Ich habe noch meine Sniper. Oh shit. Meine Sniper-Streaks hier gerade am Start und ich brauche dringend eine neue Waffe. Okay, mit der Kuda kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ich lege mich hier mal kurz hin. Ah, Luftraum voll. Na klasse. Okay, legen wir uns hier hin. Ich will die ganze Sache trotzdem gewinnen, auf jeden Fall. Auch wenn wir nachgejoint sind. Wow, ich visiere nur einen an. Klasse. Auf so geschlossenen Maps ist die Hailstorm-Rakete wirklich Mist. Muss man ganz klar sagen. Feindliche Drohne. Ey, wir werden das doch jetzt nicht verlieren. Wenigstens kann ich dann die Schuld auf meine Teammates schieben, weil ich ja nachgejoint bin. Dann so die kleine Rettung. Okay, wo kommen sie denn jetzt her? Da steht wieder einer, der sniped. Ist der hier schon oben? Der ist schon oben. Haben wir noch einen? Oh, ich ziehe mich mal wieder ein bisschen zurück. Okay, warte mal. Mein Team spawnt da komplett. Das heißt, wo spawnen die Gegner? Hier irgendwo? Die werden doch jetzt wohl nicht alle vor meinem Gesicht spawnen. Warte mal, ich habe hier irgendwie was Rotes gesehen. Ich glaube, da ist wer gesprungen. Nehmen wir so mal mit. Haben wir die Drohne raus. Sehr schön. Oh, da kommen welche. Nimm's auch mit. Konter, sehr schön. Okay, wir gewinnen das noch. Wir gewinnen das noch. Nein, die Kriegsmaschine kriegt uns. Nein, was? Letzter Kill für uns. Kann ich den machen? Bitte, 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 bitte. Ich will den Last Kill. Ich hätte ihn nur an. Was? Wie ist das denn passiert? Wie konnte ich den nur anhitten? Alter, aber 19-3. Ich denke, das kann man auf jeden Fall lassen. Ganz knapp gewonnen. Und jetzt holen wir uns dann die Belohnung ab. Die Bestechung und die Waffenkisten. Ah, da wird sogar schon angezeigt gleich. Waffenbestechung und 10 Vorratslieferungen im Bundle. Ich würde sagen, wir machen das jetzt gleich auf. Okay, wir haben noch... Habe ich irgendwas Doppeltes, was ich eintauschen kann? Leider nicht. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die ganz normale 10er auf. Dann die ganz normalen Seltenen und dann die Bestechung. Hoffentlich die Farmers. Die habe ich ja noch nicht, weder am PC noch auf der Konsole. Wie viel Kryptos bekommen wir jetzt hier? Oh, 7 nochmal. Ist gar nicht so schlecht. Okay, machen wir die Seltenen auf. Komm schon, komm schon. Krypto-Gott.
Oh, Prestige für die M8. Da beschwere ich mich nicht. Hier auf dem PC habe ich wirklich extrem wenig bis jetzt. Das heißt, auch diese ganzen Tarnungen freuen mich auf jeden Fall noch. Da habe ich wirklich nicht so viel Gutes. Ah gut, die Argus spiele ich jetzt nicht ganz so viel. Das ist jetzt vielleicht nichts, was ich unbedingt brauche. Vampir, okay. Paladin, ist das neu? Ich glaube, ist auch mit dem letzten Update hinzugefügt worden. Oh, das war so lange orange. Was soll das denn? Ich dachte, da kommt irgendwas. Okay. Orange, komm, komm, komm. BRM, jetzt keine Waffe, die ich extrem oft spiele, aber komplett verkehrt ist es natürlich auch nicht. Okay, die letzte seltene Vorratslieferung. Und wir ziehen natürlich nichts. Besten Dank. Okay, wir tauschen wieder Doppeltes ein. Dann haben wir wieder ein paar Kryptos, machen das Seltene auf. Gut, zwei Stück sind es dann. Da ist was Orangenes. Warum wechselt das immer weg? Es teast mich erst an mit irgendwelchen orangenen Farben und dann am Ende ist doch nichts drin, was man braucht. Schon ein bisschen gemein. Okay, wir können bestimmt noch irgendwie eintauschen. Zwei Stück bräuchte ich. Ich glaube, vier bekommen wir, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, dann können wir hier nochmal eine aufmachen und danach kommt dann die Waffenbestechung dran. Und wir ziehen nichts. Na klasse. Ah, war klar. Ich habe schon nichts gesagt, bevor die letzte Waffe da war. Hab dann kurz überlegt, vielleicht kommt doch was, wenn ich das schon so ankündige. Aber ja, natürlich trotzdem Pech gehabt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die Waffenbestechung auf. Beim letzten Mal auf der Konsole mit der Waffenbestechung, die man bekommen hat für den Season Pass, habe ich das Butterfly-Messer gezogen, nichts, was man unbedingt braucht. Jetzt hier am PC mit der Waffenbestechung für den Season Pass, dort habe ich die Sniper gezogen, die RSA. Auch nichts, was man unbedingt braucht. Von daher schauen wir mal, was wir hier ziehen. Ich glaube, ich bin sogar noch in der Lobby. Jetzt sollte ich vielleicht mal raus. Okay, wünscht mir Glück, wünscht mir Glück, wünscht mir Glück. Das ist die Waffe. Die Scheiß... Boah. MVP ist nicht schlecht, muss man sagen. Die MVP ist nicht schlecht. Es gibt Schlimmeres. Aber das ist jetzt auch nichts, was man unbedingt braucht. Ich denke, wir rüsten das Ding mal aus und spielen eine ganz kurze Runde. Ah, ich hätte mich... Ach, ich weiß nicht. Ich hätte mich über andere Sachen auf jeden Fall mehr gefreut. Ach Quatsch, ist natürlich hier mit dabei, bei den Nahkampfwaffen. Es macht wenigstens ein cooles Geräusch, wenn man... Oh, hier könnten wir die Blendgranaten nehmen, die sind immer schön gemein. Es macht wenigstens ein cooles Geräusch. Man kann ja irgendwie so auf die Leute zeigen... Und das macht ein ganz cooles Geräusch, das schauen wir uns einfach mal an. Aber ich hätte mir natürlich irgendwas anderes um einiges mehr gewünscht, bin ich ganz ehrlich. So, wir sind im Spiel und jetzt schauen wir uns das mal an. Das meinte ich. Mit dem Jubel im Hintergrund, das ist schon ganz lustig. Da kann ich gar nichts sagen, aber... Ah, ich hätte so gern die Farmers gehabt, beziehungsweise FFAR heißt jetzt hier. Also so ein paar Kills will ich damit jetzt schon machen. Wenn wir das Ding schon gezogen haben. Ich weiß, die meisten von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Mit Jubel und allem. Schon ganz cool. Ich habe damit ehrlich gesagt allerdings noch kein einziges Mal gespielt. Nie gezogen gehabt, nie getestet irgendwo. Von daher musste ich mir das jetzt einfach mal kurz anschauen, das Ding. Oh, komm schon. Und jetzt die Camper hier oben ein bisschen. Okay. Okay, wo sind die hin? Wo sind die hin? Kommen die hoch? In your face! Alter, da ist die Streak, Mann! Nice! Das hätte ich ja nicht gedacht, Mann. Das hat ja gut funktioniert. Nein! Ah, schade. Naja, trotzdem eine ganz nette Waffe. Würde ich auf jeden Fall sagen. Und ansonsten war es das dann mit diesem Video. Ich glaube, wir beenden die ganze Sache hier. Es ist natürlich so, dass ich für die ganzen Aufträge, sobald die da sind, auch wieder so Videos machen werde. Das heißt, die ganzen Bestechungen und so weiter, die machen wir natürlich in einem Video auf, damit ihr dann nichts verpasst. Und ja, das war's ansonsten mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr bekommen habt durch die Bestechung. Hat sich's gelohnt oder eher nicht? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Macht's gut.